So, dann wollen wir mal weiter durch die Höhle des Löwen gehen. Wir sind ja noch nicht am Ende. Okay. Wir müssen ja noch einige der Roboter nochmal besiegen, wie ich ja schon gesagt habe. Wir haben ja zuerst den mit dem Boomerang ja erledigt. War der erste. Und folgen noch die anderen noch. Und dann kommt erst der Endboss. Hey! Verdammt. Na toll. Ganz ruhig. Die Fledermaus kommt immer und immer wieder. Okay, jetzt nicht mehr. Nein. Warte ich ihm ab. Richtig. Ja, geschafft. So. Na, komm. Hopp, hopp. Ein extra Leben. Und schon haben wir das Leben wieder. Okay, erwartet uns ja schon der nächste Boss. Wer ist es? Ah, der Eispinguin. Na, da haben wir ja Feuer für ihn. Hat uns eiskalt erwischt. Burn, Baby, burn. Warum springe ich da überhaupt rein? Vorsichtig. Nein. Oh, konzentriere dich. Schon wieder zu viele Fehler. Unnötig sind. Ja. Oh, ein oder zweimal noch. Okay, einmal noch. Und erledigt. So. Weiter geht's. Mach's kaputt. Danke. Aus dem Weg. Ey. Au. Oh shit. Und kaputt? Mann. Geht viel zu schnell. Aber seiner ist auch kaputt gegangen. Ey. Und schon haben wir den nächsten. Okay. Wir verlieren zwar keine Energie, solange wir in diesen Dings drin sind, aber dafür nimmt der Schutzroboter oder das der Mech an. Na, so. Oh, shit. Na, warte. Hm.
Nicht aufgepasst. Komm. Ich komm schon wieder. Okay. Die Treppe hoch können wir damit nicht. Sieht auch ein bisschen komisch aussehen, ne? Ah, jetzt schon wieder so eine schöne Stelle. Hm. Oh, komm schon. Hm. Ja, super Aussichten. Der Sprung war zu kurz. Hab ich noch eins. So. Ich konzentriere mich gerade. Deswegen bin ich gerade ein bisschen ruhig. Guck mal, wie Slow Motion, wenn so viel los ist. Aber das war schon immer so. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. In allen anderen Lernparts. Ach, diesmal hat der Sprung aber geklappt. Oh, komm schon, Controller, mach jetzt nicht schon wieder so ein Mätzchen. Einen Moment. Oh. Oh, der nächste. Ach, der Falke. Da haben wir ja was für dich. Gut, wenn man die Schwächen von den Gegnern kennt, ne? Na komm her. Oh Mann, kann ich ihn nicht treffen. Ah, jetzt macht er wieder seine Luftattacke. Komm her. Komm her. Wie oft ist das noch? Ah. Oh, jetzt geht's schon wieder los. Eins und erledigt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So gefällt mir das. Das war Nummer 3. So. Als nächstes. Ah, jetzt hängt der da, dieser andere Blöde da oben. Ich habe kaum Energie. Klar, ich könnte jetzt einen Energietank nehmen, aber das will ich ja nicht. Je weniger ich von dem benötige, desto weniger muss ich
die dann nach diesem Level aufladen. Obwohl, das kommt garantiert dazu. So wie ich mich kenne. Na komm, ein bisschen noch. Geizheiz. Jawohl. Sehr schön. Die Waffe wieder ein bisschen aufpumpen. Lässt natürlich was das andere mal fallen. Jawohl. Das sieht schon besser aus. Sehr schön. Ein klein bisschen noch. Kommt schon, lass noch. Auf welche fallen? Komm. Dazu gut. Ah, egal, lassen wir das. Dauert zu lange. Den muss ich loswerden. Und. So, weg ist er. Komm, ja. Ah. Na komm schon. Ja, eigentlich. Ja. Ah, er dreht sich genau dahin. Das gibt's doch nicht. Jawohl, jetzt haben wir ihn. Okay, da ist der nächste Boss. Mal sehen, wer es jetzt sein wird. Der Mammut, die Echse, der Oktopus oder das Armadillo. Gürteltier. Das Armadillo ist, glaube ich, Gürteltier war das, ne? Ja. Okay. Controller machen. No, muss keine sagen. So, mal sehen, wen haben wir denn jetzt? Oh. Ein ganz anderer. Okay. Einen Orden zerstören? Und nicht in die Grube fallen. Oh. Die Augen zerstören und was war noch? Ich glaube die Nase. Wenn ich mich nicht irre. So, ein Auge wäre schon weg. So schwer ist der gar nicht. Ah, man muss nur vorsichtig sein. Und nicht in die Grube wieder fallen. Ah, na komm. Reicht doch. Gut.
So, die nächste Stage haben wir. So, alles klar. Weiter geht's durch die Höhle des Löwen. Teil 3. Die dritte Ebene, besser gesagt. Ja, die Musik hört sich immer näher an. Für uns immer näher. So. Oh, jetzt kommt der schon nächste Boss. Und der, das Gürteltier, besser gesagt. Der Armadillo, wollte ich sagen. Okay, was war für den Armadillo denn noch? Strom war das, ne? Strom oder war das dieser Schockwelle da? Boah, was war das? Ich glaube Strom. Ja. Ja, werden wir gleich sehen. Okay. Ja, richtig, Strom war es. Ja, ja, das wird sich ordentlich chucken. Ja, okay. Vorsichtig. Uff, Mann. Ganz ruhig bleiben. Das war zu früh. Nicht. Oh, oh, das war knapp. Hätte mich keiner erledigt. Ich bin manchmal wirklich zu überheblich und riskiere zu viel. Warte, jetzt habe ich natürlich echt wenig Energie. Hast du was für mich? Ja gut, nicht viel, aber etwas. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Ja, das brauche ich zwar auch, aber das ist nicht halb so wild jetzt. Komm schon. Jawohl, danke. Und das Ganze noch mal. Immer Fledermaus, komm. Na komm. Sehr schön. Einmal noch. Bin ich wieder voll aufgeladen. Zu klein. Na komm. Och Mensch, du enttäuscht mich jetzt aber, Fledermaus. Gibt's doch nicht. Er will nicht. Er will nicht. Ich brauche was Großes. Ein großes. Nein, er will nicht. Er will einfach nicht. Er mag mich nicht. Seht ihr? Er will mir kein Geschenk machen. Ein bisschen Spaß muss sein, ne? Jawohl, geht doch. Und nicht gleich so. Oh, da kommt schon der nächste. Da oben wäre auch noch was gewesen. Oh, toll. Ja, okay, wir brauchen ihn nicht mehr. So. Ja, wir sind alles voll. Wer kommt jetzt? Ah, die Echse ist das. Das Chamäleon, besser gesagt. Was war, ich glaube, das war der Boomerang. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Oder? War doch der Boomerang. Ja, das war der Boomerang. Ja. Ich muss immer in die gegenseitige Richtung drehen. Ja, wollte ich gerade sagen. So war das. Ich weiß nicht, wenn er gerade verschwindet. Vorsichtig, nicht zu weit hoch.
Man kann die Dinger auch nicht wirklich richtig lenken. Man muss nur einen richtigen Zeitpunkt sich umdrehen dann. Mit diesem Bogen biegen. Ja, zu weit. Geht. Ja. Und noch ein Treffer. Ein noch. Geschafft. Und wieder einer. Zum zweiten Mal besiegt. So, jetzt fehlt noch der Affe. Und der Oktopus noch. Und das Mammut. Na. Okay, den Bumerang einmal. Das war den Typ weg. Und. Na komm schon. Danke. Ein extra Leben, aber ja, kein Leben verloren. Okay, mal sehen, wer kommt als nächstes? Ach, der Affe. Okay, was? Der war das hier. Vorsichtig. Daneben. Nicht einmal getroffen. Okay, er friert ja auch immer schnell ein. Deswegen hat er auch nicht so wirklich die Chance. Sehr schön. Und weiter geht's. So, jetzt fehlt noch der Oktopus und war der andere noch. Affe war jetzt eben der Oktopus. Weiß gar nicht, war der Oktopus nicht der letzte jetzt? Also der jetzt noch übrig bleibt, meine ich. Weiß es gar nicht mehr. Naja, wir werden es sehen. Jetzt werden wir es gleich wissen. Müssen ja nur noch Oktopus sein. Ich meine, wir sind unter Wasser. So. Ja, das war's. Mist. Ach, der Mammut fehlt noch, genau. Mammut hatten wir noch nicht. Und der Oktopus wäre erledigt. Ja, dann fehlt nur noch der Mammut. The Flame Mammut. Das wäre nicht so gut. Bin ich ja sofort tot. Kommt noch die einheilige Idee, darüber zu kommen und wegen ein Aufladekern würde gar nichts bringen. Weil wie soll man da überhaupt hinkommen? Sliden würde nichts bringen, weil wir die Stacheln berühren und weg sind.
Ja, darüber können wir auch nichts machen, oder? Na komm. Jawohl. Okay, das extra Leben hat nichts wirklich gebracht, weil wir alle Leben voll haben. Okay, vergiss es. Nee, bevor ich hier drauf gehe, gehe ich lieber weiter. Das ist mir nicht wert. Ah. Mist. Okay, ja, jetzt kommt der Mammut. Da ist er. Okay. Ja, Sturm war das. Elektro, ja, genau. So. Sicher, sicher. Sicher ist sicher. Ja, Terror. Ich will das Terror gleich noch mal wieder vergehen. Auch das zweite Mal wirst du versagen. Sondern dass wir deine Schwäche jetzt kennen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es bringt nicht viel, oder? Habe ich mich einfach vertan? Ja, ich habe mich vertan. Okay, das zieht ihm deutlich mehr ab. Na gut. Das ist ja kein Problem mehr. Sehr schön. Und das war der letzte. Oder? Mir fällt jetzt keiner mehr ein. Das Chamäleon haben wir, den Armadillo haben wir, den Oktopus haben wir, den Mammut haben wir, den Affen haben wir. Den Pinguin haben wir. Und den mit dem Boomerang haben wir. Und 7. Und den Falken. 8. Okay, was kommt jetzt? Ah, okay. Okay, das ist jetzt ein ganz anderer Boss. Oh Gott, oh Gott. Ah. Shit. Aber viel ab. Okay, ihr wisst ja, was da gleich im Anschluss bedeutet. Wieder Energie tanken. Vorausgesetzt, ich überstehe das hier. Au, 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 au. Jetzt übertreibt man nicht. Mann. Der letzte Tank. Nicht gut. Ich hätte das schon am Anfang annehmen sollen. Naja, hinterher ist man immer schlauer. Bis ja. So, erledigt.
Gut. Ba-bam, ba-bam, ba-bam. Sehr schön. Okay, Leute. Dann wollen wir mal. Auf zum Endsport. Oh ja, das ist definitiv der Endsport. Das ist ein Todestor. Ich nenne ihn mal so. Okay. Zwei oder drei Phasen hat er. Das wird nicht leicht. Ich gebe mir die größte Mühe. Und da ist er. Sigma. Okay, sein Schoßhund ist er dran. Okay. Den werde ich schnell erledigt haben. Hab ich zumindest. Ja. Okay. Das war relativ leicht noch. Okay, jetzt geht's los. Jetzt ein Laserschwert. Okay, okay, okay. Immer nur ausweichen, wollte ich sagen. Boah. Okay, bis jetzt und gut. Gut, dass ich mich noch dran erinnern, wie ich das damals gemacht habe. Er springt ja immer nur so hin und her und muss nur einen richtigen Moment abwarten und dann runterspringen und dann schießen. Wie ich das mache. Ja, es gibt andere Leute, die das wirklich noch besser können als ich. Aber Hauptsache, man kommt zum Erfolg, ne? Ihr seht ja, wie das Ganze ist. Solange er einen nicht wirklich so oft trifft, wenn man aufpasst. Und das ist doch auch gut, oder? Okay. Läuft auf jeden Fall gut. Aber wie gesagt, er hat, man seinen Schoßhund nicht da mit zuzählt, zwei Stufen, also zwei Phasen. Dann es gibt, aber er hat insgesamt trotz seines Hundes auch noch eine dritte Phase. Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht mehr. Zwei auf jeden Fall. So er persönlich. Gut, die erste Phase haben wir schon mal. Ah, nee, okay. Er hat nur zwei Phasen. Das erinnere ich mich wieder. Das hat er sich mit seinem Schoßhund zusammengetan. Zumindest glaube ich das. Oder sein Tiger. Ich weiß es nicht, was das ist. Okay, ist aber egal. Okay, okay. Okay, das wird auf jeden Fall eine Stufe schwerer als das eben. Weil hier kannst du nicht immer an die Wand hängen, weil die gehen auf dich immer zu. Und er schockt Feuer. Die schleudern Blitze, wie man sehen kann. Und die treffen mich trotzdem. Ich hoffe, meine Energietanks reichen aus.
Ich muss mich hier voll konzentrieren gerade. Ja. Okay. Kein Risiko eingehen. Wenn die wenigsten nur aus der unteren Fläche nur Schüsse geben wird. Wär's, ja gut, das wäre dann wieder ein bisschen zu einfach natürlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, schon der vorletzte. Hey, der. Dann noch zwei, ne? Zwei, oder war es einer nur noch? Oh, ich hab's jetzt nicht drauf geachtet. Ich bin so gerade. Was sind jetzt woanders unter Strom? Komm schon, lass mich das schaffen, bitte. Okay, das war der letzte. War wirklich doch der letzte. Scheiße, komm schon, komm schon. Komm. Ja, ja, ja. Aha. Muss nur ein oder zweimal noch. Komm. Einmal noch. Einmal, einmal. Komm, 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 komm. Komm, komm. Ja. Ja, ich hab's geschafft. Ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht. Auf nimmer Wiedersehen. Ich kann es nicht glauben, ich habe es wirklich geschafft. Ich bin da damals mehrmals drauf gegangen. Besonders bei seiner zweiten Phase. Wie er gesagt habe, bei der ersten Phase ist noch relativ leicht, aber das andere. Ja gut. Egal, ich hab's geschafft. Ist egal, ich hab's geschafft. Mein lieber Charlie. Boah. Ich bin am Schwitzen und am Zittern. Ah, aber auch froh. Ich hab's geschafft. Leute, ich hab's geschafft. Ja. Das war Mega Man X. Der erste Teil der Mega Man X-Reihe. Zumindest die Reihe damals auf dem Super Nintendo. Es gibt dann noch einige Teile für die PlayStation und für die PlayStation 2 auch noch. Aber die sind nur noch der Schatten ihrer selbst. Alles in 3D. Ich glaube, die ersten zwei auf der PlayStation waren noch in Ordnung. Und aber auch mit Sprachausgabe schon, ne? Weil auf der PlayStation war ja mehr möglich als auf dem Super Nintendo. Aber die dann später kommen in 3D. Oh Gott, das ist. Oh, da tun einem die Augen weh. Da hat nichts mehr mit dem Mega Man X von damals zu tun. Das sage ich euch. Also die werde ich definitiv nicht spielen, aber dafür die anderen Teile. Natürlich, wie gesagt, wenn ihr das natürlich möchte. Wie gesagt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr könnt auch gerne dazu schreiben, wie euch dieser Teil gefallen hat. Und dann eben alles andere auch da, ne? Ja, Leute, das war, wie schon gesagt, Mega Man X. Der erste Teil. Ah, das war wieder mal ein herrliches Gefühl, dieses alte Retro-Spiel mal vollständig zu spielen. Ich habe es ja, wie ihr wisst ja, in meinem letzten Retro-Stream am Silvester, also ja, am Silvester genau, gespielt. Nur ganz kurz. Ich mache ja mal so einen Mischmasch aus mehreren Retros. Ne? Aber ihr seht ja, ich glaube live hätte ich das wirklich nicht geschafft. Ja, vielleicht hätte ich schon geschafft, aber ich hätte sehr viel drauf. Ich wäre sehr viel drauf gegangen, definitiv. Aber naja, als normales Retro-Let's Play ist es ja auch weit in Ordnung. Und wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr gerne weitere Teile sehen möchtet, schreibt es in die Kommentarbox. Ich würde mich freuen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr dem Ganzen auch einen Daumen nach oben geben würdet.
Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, tut es doch gerne, denn das Ganze ist kostenlos und tut auch kein weh. Und ihr seid dann immer auf dem Laufenden. Wenn es weitere Let's Plays gibt, also normale oder im Livestream, dann geht es auch bald weiter. Denn bald kommt ja das neue One Piece Spiel. Und Ende Januar kommt dann auch noch Dead Space, das Remake. Ich glaube, wenn ihr diesen Part seht, ist es bereits schon Februar. Also, ne. Aber falls nicht, kommt das dann auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dabei sein würdet. In dem Sinne, macht's einmal gut, Leute. Bleibt auf jeden Fall gesund und munter und bis demnächst. Euer Albert Wesker. Ciao, ciao.